Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Suikoden. Ich bin Puck und nach dem ersten kleinen Intro und kleinen Geschmacksappetitanreizer oder mir fällt der Name gerade nicht ein. Als kleinen Appetittäppchen, nämlich dem Anfang dieses schönen Spiels, geht es jetzt auch schon direkt weiter und wir gehen auch direkt weiter mit der Story. Denn wir haben auch Ted kennengelernt. Wie gesagt, er hat sich uns angeschlossen und er ist ein relativ wichtiger Charakter dieses Spiels. Wie lange und was er genau machen wird, werden wir noch sehen. Ted wurde anscheinend adoptiert von Theo McDowell, also unserem Vater, und natürlich nehmen wir gerne das Angebot an, dass er mit uns umherziehen kann. Und jetzt werden wir noch ausgefragt von Ted, was wir denn so vom Kaiser und auch von Windy halten. Übrigens kann ich schon mal sagen, dass das geklappt hat mit dem Ton, hoffe ich mal, dass das jetzt leiser ist. Kommt mir auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer rüber. Und, also von der Lautstärke her, und ich müsste eigentlich auch das mit dem, mit der Aspect Ratio, also mit der, mit dem Seitenverhältnis 16 zu 9 auch hinbekommen haben. Hoffe ich zumindest, denn Gott sei es gelobt, der Emulator, den ich nutze, gibt sogar das her. Was ich zuerst gar nicht vermutet hatte, aber hatte ich übersehen. Das nachträgliche Cropping ist mir persönlich irgendwie noch sehr zu kompliziert. Und vorhin geht dabei auch die Qualität ein bisschen flöten. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass das klappt. Ted wollte uns gerade ein Geheimnis anverraten, was wir niemandem erzählen dürfen. Aber Gremio, also der kleine Rocky-Verschnitt, hat uns aufgehalten und uns zum Essen gerufen. Gucken wir mal, ob wir mit irgendjemandem reden können. Na gut, typisch NPC-Verhalten. Nicht lang schnacken, mach was wir dir sagen. Also setz dich an den Tisch. Oh, und jetzt gibt es noch eine große Rede von Theo McDowell. Ah, Theo McDowell geht morgen weg an die Nordgrenze und wir dürfen uns ums Haus kümmern. Und ja. Und Gremio ist irgendwie schon fast ekelhaft nett, also das ist schon fast anbiedernd. Aber an sich kann man sich darüber ja nicht beschweren, dass jemand zu nett ist. Auch Cleo und Pan spüren oder sagen, jetzt uns helfen, alles schick. Auf, mein Sohn, auf das Empire. Jawohl. Das sind die Worte eines großen Helden, eines der fünf Generäle. Großen Generäle. Jetzt besucht uns Theo und Gremio noch bei Nacht und er will wahrscheinlich noch einmal das Gesicht seines Sohnes sehen, das er lange nicht mehr sehen wird. Und Gremio will immer noch auf uns aufpassen, also unerschütterlich, der Gute. Unerschütterlich. Er ist auch sehr clever, der gute Gremio. Kommt rein, räumt irgendwas auf dem Sideboard zurecht und wundert sich, dass er uns aufweckt. Also, naja.
Ja. Gremio joins the Entourage. Oder Entourage. Wie auch man es aussprechen möchte. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall Gremio und Puck im Team, haben 1500 Goldstücke. Übrigens will ich jetzt einfach mal die Maus da wegziehen. Ist mir schon in der ersten Folge aufgefallen, dass die trotzdem mit aufgenommen wird. Aber jetzt müsste sie weg sein. Hier im Menü kann man übrigens auch schon sehen, wie es aufgebaut ist. Gegenstände, Stärken, also Stärke. Wird sich später, denke ich mal, noch genauer erklären. Runen. Darauf basiert dieses Spiel zum Glück. Da kann nämlich jeder Charakter mehr, ich glaube, 3 Runen maximal tragen. Und dadurch auch Elementarzauber und auch andere gewisse Fähigkeiten lernen. Formation, Equipment, denke ich mal, relativ simpel. Man kann da unten, ich denke mal, die Größe des Feldes gibt schon vor. Man kann insgesamt 6 Leute in eine Gruppe haben, das weiß ich. Das kann man auch schön sehen. 3 vordere, also erste Reihe, 3 in der Back Row, in der hinteren Reihe. Vorne hat man natürlich sowas wie Schwertkämpfer stehen und hinten eher die Bogenschützen und Magier. Aber da kommt dann später die Formation rein, wenn man seine Gruppe umbastelt. Natürlich kann man auch Ausrüstung anlegen, das wird über Equipment gemacht und über Setup kann man jetzt hier den Message Speed zum Beispiel draufsetzen. Windows Setup, möchte ich opak haben und den Rest kann man so lassen. Und unten treffen wir auch Pan und Cleo. Ja, die werden sich uns jetzt, denke ich mal, anschließen. Genau, die joinen jetzt auch der Entourage. Oder Entourage. Ich weiß nicht, worauf ich mich jetzt einigen soll. Na egal, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal 4 Cleo automatisch hinten. Sie hat nämlich auch eine Back Row Waffe, also sie kann auch von hinten angreifen. Ganz nebenbei nochmal kurz erwähnt, das rote Herz, was daneben steht, ist natürlich Lebenspunkte, ganz simpel. Pana zum Beispiel die meisten, wir noch die wenigsten. Und was da mit der, in der Reihe mit dem Sternchen ist, das sind die Runenzauber. Die erste Zahl steht, noch steht überall 000, ich weiß. Aber die erste Zahl steht für Level 1 Zauber, Level 2, Level 3 und Level 4 Zauber. Zum Beispiel kann man, bei manchen hat man dann 9-mal den Level 1 Zauber, 7-mal den Level 3, 5-mal den 2, also nochmal, 9-mal den 1er Zauber, also den schwachen, 7-mal den 3er Zauber, den 2er Zauber, also den halbschwachen, den halbwegs guten, den hat man dann 3-mal zum Beispiel und den superstarken nur 1 oder 2-mal, also ganz wenig. So in etwa verhält sich das logischerweise. Mit natürlich kann man es auch immer wieder aufladen durch Gegenstände zum Teil oder auch durch Resten im Hotel. Aber das nur nebenbei. Ist mir mal gerade so aufgefallen. So, gucken wir nochmal, ob Ted auch mit will. Na, der ist so ein bisschen Schnarchnase gerade. Der hat keinen Bock. Naja, doch. Jetzt kommt er angestürmt. Zuerst will er noch ein Minütchen schlafen, Mutti, und jetzt kommt er. Na gut. Besser spät als nie. Auch er joint uns. Und damit sind wir dann auch schon 5. Kann man sich auch mal umgucken hier im Dörflein. Und was gibt es hier? Zum Beispiel, einfach nur mal zum Zeigen, gibt es zum Beispiel, wie man hier sieht, Runen, die man attachen könnte. Oder man braucht Runen, die kriegt man von Gegnern, kann man die Gegnern und dann kann man quasi die hier attachen lassen. Man kann sie auch kaufen, aber also einige Runen. Nur mal so viel dazu. Hier ist der normale General Store, wenn man so will. Die NPCs reden einfach munter daher. Medizin, ja. Wie man sehen kann, es gibt kein gesammeltes Inventar, sondern jeder hat ein Inventar von, ich glaube, 8 oder waren es 8 oder 10 Gegenstände, die er haben kann. Naja, wird man dann sehen. Ich glaube, es sind 10. Ja, oder 8. Ja, egal. Wenn ich jetzt hochrechne, würde ich 10 schätzen. Egal. Ich glaube, ich bin schon wieder total verfallen in unwichtigem Gerede. Deswegen lassen wir das. Wir haben gesehen, Antitoxin holen wir uns erstmal nicht. Ist, glaube ich, nicht so brennend wichtig. Gucken wir mal, was hier ist.
Man kann auch bei den Gegenständen sehen, links unten schon, was besser ist, was schwächer ist. Also logischerweise grün besser, rot schwächer. Und ausgegraut kann gar nicht getragen werden. Zum Beispiel hier die Wing Boots, die sind richtig nett. Die geben nämlich einen Speed-Bonus. Ich glaube, das war, dass man schneller wieder am Zug ist. Also quasi der Ladebalken für die eigenen Aktionen sich verkürzt. Ist aber schweineteuer, ganz nebenbei. Gucken wir doch mal. So. Tun wir doch mal unserem Helden etwas Gutes, nämlich mir. Hier ist doch, man steht sich selbst am nächsten. Kann ich auch übrigens Rennen mal gucken? Oh, ne. Egal, zeige ich euch mal das Equippen, wie das geht. Man klickt auf den Gegenstand, den man equippen will, kann ihn auswählen, fertig. Die Tunika tragen wir, ausgerüstet, besser. So, natürlich haben wir jetzt auch altes Zeug, das verkaufen wir einfach mal hier. Allein schon, um Platz zu schaffen. Wobei mir fällt gerade auf, Pan hat gar keine... Ja, das Bankett ist ganz toll gelaufen, weißt du, für Pan, genau. Dass auch jeder mindestens einmal Heiltrank hat. Man kann die zwar auch Crossover benutzen, das heißt, Pan kann für Gremio benutzen und umgekehrt, aber... Okay, cool, man kann sogar die Stadt verlassen. Habe ich gar nicht gewusst. Mal gucken. Hauen wir doch einfach mal ganz normal drauf. Einfach nur kämpfen. Ich merke schon, so mit dem großen Teil der Truppe hier ist kein Krieg zu gewinnen. Übrigens kann ich das mal rückgängig machen. Da kann ich mal zeigen, was man alles hat. Man kann den Gegner natürlich bekämpfen, man kann weglaufen. Das klappt natürlich nicht immer. Bribe, das heißt, man kann den Gegner auch bestechen, dass man nicht kämpfen muss, wenn man auch muss. Wenn man eine gewisse Summe zahlt, ist das gesichert, dass man wegkommt. Und man kann natürlich Free Will machen, dann machen die Leute einfach irgendwas. Das dürfte gerade am Anfang noch relativ stark auf Standardattacken hinauslaufen. Und so sammeln dann alle Charaktere auch gleichmäßig XP, das heißt, hier wird keiner bevorzugt, weil er irgendwie mehr gemacht hat oder mehr Schaden gemacht hat. Sondern alle bekommen gleichmäßig. Und wie man sehen kann, jetzt steigen alle auf Stufe 2 auf, sehr schön. Aber was noch viel wichtiger zu wissen ist, die XP, die man zum neuen Level benötigt, die sind fest. Man braucht immer 1000 XP, um einen neuen Level zu erreichen. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, man braucht 1000, dann 2000, 5000 und so weiter, sondern immer 1000. Der einzige Trick bei der ganzen Geschichte ist, dass natürlich die XP für den gleichen Gegner sinken, die man bekommt, wenn man die gleich bekämpft mit höherem Level, logischerweise. Okay, diese komische Ameise war jetzt natürlich pures Gold wert, hat zwar viel Schaden an Pan gemacht, aber hat sich gelohnt. Aber gucken wir doch mal gerade, wo ist es denn? Hier ist das Menü. Pan hat dafür ordentlich einen vor den Kopf gekriegt. Das erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an Mascherano im Spiel Holland gegen Argentinien. So, man sieht auch schon, wir haben noch keine Weltkarte, das ist jetzt wirklich nur ein bisschen rumlaufen. Aber ich möchte schon mal ein bisschen Geld sammeln und vor allen Dingen ein paar Level machen für die Mission, die uns gleich Commander Kratz geben wird. Ich wollte gerade sagen, der hält aber gut was aus, der Typ. Respekt. Merken, wer als erstes angreift. Wir sind die stärksten, die schnellsten. Dann Ted. Okay. So eine Reihenfolge sollte man sich auch merken, denn die kann durchaus wichtig werden, wenn man später im Kampf mal heilen muss. Und dann nimmt man natürlich lieber den, der zügig dran ist. So. Das heißt, man nimmt zum Beispiel jetzt auch die... so habe ich es mir mal gemerkt. Ich nehme immer die...
Heiltrink von dem langsamsten. Das könnte böse ausgehen. Aber egal, probieren wir unser Glück gegen diese Moskitos. Ja, die machen nur einen Schaden, dafür vergiften sie. So wie ich das gerade sehe. Halten aber auch nicht viel aus. Weichen gut aus? Na egal. Das müssten wir gewinnen. Aber ich denke, ich werde gleich trotzdem in die Stadt gehen und zumindest Antitoxine holen. Ich muss zugeben, darauf war ich jetzt nicht gefasst, dass hier schon solche Gegner rumoxidieren. Aber egal. So. Ein bisschen laut spielt die Musik mal noch, das heißt, ich muss sie eventuell nochmal nachsteuern. Ja, warten wir erstmal ab. So. Damit sind wir Level 4. Noch muss man sich das auch nicht bei jedem Einzelnen angucken. Denn im Endeffekt, übrigens das Flackern hier ist natürlich jetzt die Tatsache, dass wir, zumindest auf der World Map, dass wir vergiftet sind. Kaufen wir nochmal eins mit Pan und nochmal einmal Antitoxin, auch für Pan. Übrigens kauft man denen keine Waffen, sondern man bessert deren Waffen auf, die sie haben. Natürlich gibt es hier auch schöne Hotels, in denen man schlafen kann. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Hier kann man dann auch das Spiel speichern, was ich gleich machen werde. Übrigens gilt das grob, dass jeder Charakter, der ein eigenes Bild hat, auch irgendwie in der Story vorkommt. Oder er ist einer der 108 Stars of Destiny. Das heißt zum Beispiel bei Marie, die hat man jetzt hier gesehen, da weiß ich, dass die später noch zu unserer Gruppe dazu stoßen wird. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder andersrum, wenn ich mich recht erinnere. Ich werde jetzt erstmal noch 10 Minütchen da draußen mich ein bisschen prügeln mit den kleinen Low-Level-Mobs. Das will ich euch aber ersparen. Das heißt, wir werden uns dann gleich wiedersehen nach einer kurzen Unterbrechung. In der nächsten Episode und dann dürfte ich eigentlich schon Level 5 oder 6 sein. Also, bis denn!